Wir werden uns da heute mal Inkscape anschauen. Und zwar nur die Funktionen, die wir dann brauchen, um die folgenden Kapitel zu bearbeiten. Ich werde es da nicht mit einem Screencast machen, sondern ich verwende dann da die Kamera dazu, weil dann kann ich nämlich hinzeigen, dorthin, wo ich hin will. Starten wir. Ja, wie arbeiten wir denn mit dieser Oberfläche da? Gell? Ich merke schon, wenn ich mit dem Mausrad rauf und runter fahre, dann geht auch die Arbeitsfläche rauf und runter. Wenn ich nach links und rechts fahren will, dann drücke ich die Shift, also die Großschreibtaste, und schon kann ich da links und rechts hin und her fahren. Und wenn ich die Steuerungstaste drücke und mit dem Mausradl drehe, dann zoome ich rein und raus. Das geht also am schnellsten. Man könnte jetzt am Rand bei diese Anfasser da herumfahren, aber das ist meistens zu mühselig. Wenn wir mit dem Vinylcutter oder mit dem Lasercutter dann später arbeiten, dann haben wir dort nicht die DIN A4 zur Verfügung, sondern wir müssen das umändern, damit wir wissen, in welchem Bereich wir da arbeiten. Da gibt es den Menüpunkt Datei, Dokumenteneinstellungen. Da interessiert uns das obere einmal nicht, aber da in der Mitte, da steht Breite. Und dann nehmen wir mal für den Vinylcutter 190 und für die Höhe 210. Das sind jetzt, wie man da sieht, ich drücke dann meistens die Tabulatortaste, dann hupft er ins nächste Kastel und das ist ausgewählt. Da sind die Millimeter ausgewählt, da und da, weil ich könnte in dem oberen Bereich ja vordefinierte Größen auswählen. Den Rest lassen wir einfach so, wie es ist. Mehr brauchen wir da gar nicht. Einfach zumachen. Und schon sehen wir, das ist jetzt die Größe, in der wir arbeiten können. Steuerung. Shift. Je nachdem, wo ich die Maus hinführe, zoomt es mir halt dann dorthin. Ja? Wir haben also da die riesige Arbeitsfläche. Und nur damit wir wissen, wo wir uns ungefähr bewegen, ist da eingezeichnet, in dem Fall in der Voreinstellung, ein DIN A4-Blattl. Dann haben wir auf der linken Seite da unsere Werkzeuge. Das auf der rechten Seite brauchen wir nicht. Da unten haben wir eine Statusleiste, die zeigt uns gewisse Sachen an. Darüber haben wir etwas zum Auswählen der Farbe. Und ganz oben, wie bekannt, die Menüs. Das Inkscape ist ein Programm, das mit Objekten arbeitet. Und wir haben zum Beispiel da links verschiedene Objekte. Und wenn ich jetzt da mit der Maus drüber fahre und oben bleibe, dann sagt es mir sofort, was das ist. In dem Fall ein Rechteck. Wenn ich das anklicke, dann gehe ich auf meine Arbeitsfläche und kann da ein Rechteck zeichnen. Das hat verschiedene Anfasser da. Zwei Quadrate und ein Kreis. Und wenn ich mit denen was tun will, muss ich mit der Maus drauf fahren und dann ändert sie Farbe. Dann kann ich damit was tun. In dem Fall nach links oben ziehen oder nach rechts unten ziehen. Und der Punkt da oben, der betrifft jetzt die Ecken. Einmal geht es nämlich nach unten und einmal nach links. So können wir da die Rundungen unterschiedlich bearbeiten. Wie gesagt, das ist jetzt noch ein Objekt, aber kein Pfad, wie wir ihn brauchen können. Naja, wenn wir mit Objekten was tun wollen, dann nehmen wir links oben den Pfeil. Das ist unser Auswahlpfeil. Und dann können wir damit was tun. In dem Fall haben wir schon gesehen, da ist der Cursor so ein Kreuz. Können wir das verschieben. Oder ich fahre da an diese Randanfasser. Die Pfeile, die sagen mir schon, was ich damit tun kann. Rauf, runter, links, rechts. Oder halt in beide Richtungen. So weit, so gut. Wenn ich da jetzt nochmal draufklick, dann ändern sich diese Anfasser. Was passiert denn da? Da kann ich es also scheren. Oder ich kann das ganze Objekt drehen. Wenn ich nochmal draufklick, dann sind wieder meine ursprünglichen Anfasser da. Und wenn ich woanders hinklicke, dann ist das Objekt nicht mehr ausgewählt. Dann kann ich nichts damit tun. Wenn ich da jetzt aber wieder meine ursprüngliche Bearbeitung machen will,
nämlich das Rechteckobjekt, dann muss ich den Mauszeiger dorthin führen und dann doppelklicken. Dann habe ich da wieder meine Eckengestalter und die Lage- und Größegestalter. Ja, und wenn ich jetzt da feststellt, das war überhaupt der Blödsinn, was ich da machen wollte, Steuerung Z macht man jeden einzelnen Schritt zurück. Und zwar ziemlich lang. Ja. So lang, bis glaube ich das ganze Rechteck weg ist.